ils n'ont rien, ils sont pauvres, ils n'ont rien, ils sont pauvres, ils n'ont rien, ils sont pauvres, ils n'ont rien, ils n'ont pas de femmes, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de copains. Oh, ils sont pauvres, ils n'ont rien. Ils sont pauvres, ils n'ont rien. Ils sont pauvres, ils n'ont rien. Ils sont très pauvres, ils sont pleins d'argent. Rentre du boulot, assis entre les quatre. Definiert sich humanitärer Einsatz wie folgt: Sicherstellung der Rohstoffquellen und Absatzmärkte für das deutsche Kapital. So genau findet man es dort nicht, aber wenn man eins und eins zusammenzählt, ergibt sich das logisch. Wie wir wissen, kostet der Vater aller Dinge Geld. Dabei müssen wir nicht eigentlich sparen? Sitzt uns nicht die Schuldenbremse im Nacken? Warum bleiben Militär und Rüstung davon ausgenommen? Oder sollte es am Ende so sein, da die Regierung sich die Rüstung nicht spart, müssen eben alle anderen den Gürtel enger schnallen? Was könnten die 40 Milliarden Euro Wehretat Gutes tun? Stichwort Personalbemessung in den Krankenhäusern. Oder der Wohnungsbau, auch in Oldenburg eine sehr aktuelle, akute Frage. Oder intakte Schulen. Uns fallen bestimmt noch andere Bereiche ein, in denen man dieses Geld wirklich sinnvoller einsetzen könnte. Aber nein, 2014 verpflichteten sich die NATO-Staaten, bis 2024 2% ihres Bruttoinlandsproduktes für Rüstung und Militär auszugeben. Das bedeutet, dass statt der bisher knapp 40 Milliarden Euro im Jahr dann 75 Milliarden Euro fällig werden. Seither steigen die Ausgaben. Eine Kehrtwende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, Frau Merkel sagte noch im Februar 2017, ich zitiere, diese Verpflichtung, also die 2%-Klausel einzuhalten, hat sich bis heute nicht verändert. Das heißt, wir beabsichtigen weiter, diesen Weg zu gehen. Wir haben den Verteidigungshaushalt in diesem Jahr gegenüber 2016 um 8% erhöht. Das ist ein wichtiger Schritt. Und wir müssen natürlich die zusätzlichen Mittel auch absorbieren können. Ich glaube also, dass Deutschland sich seiner Verantwortung bewusst ist. Zitat Ende. Und die Verantwortung, der sich Deutschland bewusst sein muss, lautet PESCO. Permanent Structured Cooperation oder ständige strukturierte Zusammenarbeit. Das bedeutet eine weitere Militarisierung der EU unter deutscher Vorherrschaft. Der US-Imperialismus mit der NATO als Speerspitze treibt zum Krieg gegen Russland. Mit PESCO wird dieser Kurs von Seiten des deutschen Imperialismus im Verbund mit den europäischen Partnern verstärkt. Konkret auch mit der 1. Panzerdivision hier in Oldenburg, stationiert in der Henning-von-Treskow-Kaserne. Krieg beginnt eben auch hier bei uns vor der eigenen Haustür. Die 1. Panzerdivision, eingebettet in die sogenannten EU Battle Groups, war schon in Afghanistan im Einsatz und war 2016 an Persistent Presence in Estland beteiligt. Der Grund dafür, das angeblich aggressive Auftreten Russlands im Ukraine-Konflikt. Dabei sind es die USA, ist es die NATO, ist es Deutschland, wie sie samt und sonders im Februar auf der Sicherheitskonferenz in München versammelt waren, die zum Krieg treiben. Sollte es gegen Russland gehen, wäre auch die 1. Panzerdivision aus Oldenburg mit dabei. Damit man genügend Kanonenfutter zusammenbekommt, wird geworben. Dabei wird die Ausbildungsmisere genutzt, und um sich als attraktiver Arbeitgeber auf der Jobmesse in der Weser-Ems-Halle am 7. und 8. April darzustellen. Oder es wird mit musikalischer Begleitung durch die Bundeswehr
die Big Band auftreten, und zwar am 2. Juli hier auch wieder in Oldenburg. Die Bewegungsfreiheit, wie immer in solchen Fällen, wird wahrscheinlich wieder eingeschränkt werden. Antimilitaristen haben da halt nichts zu suchen. Dort wird für viele die Musikbegeisterung genutzt, um sich als humanitärer Verein darzustellen. Ich möchte daran erinnern, dass im November diesen Jahres sich die Novemberrevolution zum 100. Mal jährt. Es waren damals revolutionäre Matrosen, die die kaiserliche Flotte daran hinderten, aus den Häfen auszulaufen, und zwar in den sicheren Tod hinein. Nehmen wir uns an ihnen ein Beispiel, die damals unter einem sehr viel festeren Griff des Militärs sich befanden als wir heute. Nehmen wir uns ein Beispiel, damit es nicht wieder so weit kommt. Fallen wir den Imperialisten in den Arm. Kein Werben für Sterben. Kein Krieg gegen Russland. Raus aus der NATO und vor allem abrüsten statt aufrüsten. Und danke für eure Aufmerksamkeit.